So, jetzt achte ich mal auf die Leiste oben, ob die sich irgendwie... Ach so, die ist erst leer. Jetzt sieht man's. Das heißt, die Leiste ist jetzt leer und jetzt, wenn sie halt farblich quasi aufgefüllt ist, dann ist es Nacht. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, das habe ich aber vorher nicht so richtig gesehen können, finde ich. Gut, also, wir gehen hier raus und gucken uns den Rest an. Ja, wir müssen unseren Drachen ja, ne, leveln und so weiter. Weil der muss ja irgendwann in die Drachenschule gehen und dann verlässt er uns. Und dann sind wir drachenlos. Aber tatsächlich, also wenn wir das jetzt, wenn ich das richtig interpretiere, die Aufgaben, die wir jetzt machen müssen, sind ja quasi jetzt wirklich immer die gleichen. Bis zu Level 4? Weil es hieß ja gerade von Level 1 von 4, genau. Ist das jetzt wirklich die gesamte Aufgabe, die wir machen müssen? Einfach jeden Tag das Gleiche mit dem Drachen? Und klatschen, wenn er badet? Weil das ja so eine große Kunst ist. Looten und leveln. Ja, nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. So, jetzt habe ich ihn gebadet. Sprich mit Tom. Wer ist denn Tom? Was macht er hier? Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Achtung, er sabbert viel. Okay, dann sammle ich mal das Zeug hier ein. Wer ist Tom? Ach, du bist Tom. Kannst du meinen Briefkasten reparieren? Ich kann dir nicht aufmachen. Oh, ein neuer Briefkasten und ein neues Gesicht. Aber vor allem, endlich ein neuer Briefkasten. Danke, hier fühlt man sich ja richtig wohl. Mein Briefkasten? Ja, endlich, mehr Arbeit für mich. Oh, ich bin Tom und liefere deine Briefe aus. Nun, nicht nur deine Briefe, alle Briefe. Auch wenn es hier nicht so viele Briefkästen gibt. In Ordnung. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Toffee. Ein wahres Vergnügen. Was bringt dich hierher? Ich bin ein Drachenwächterlehrling und ich werde meinen Babydrachen hier großziehen. Drachen? Ja? Oh je, Drachen, ich... Warum nur Drachen? Endlich ein neuer Briefkasten und dann diese Kreaturen. Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Ich muss nur weiterarbeiten, sorry. Okay, darf ich jetzt endlich meinen Briefkasten aufmachen? Ich darf den immer noch nicht... Sag mal... Was ist mit meinem Briefkasten los? Ich hätte es cool gefunden, wenn man irgendwie vier süße Drachen hat und Verstecken spielen kann. Oh, das wäre auch noch eine coole Sache gewesen. Ja, stimmt. Wir müssen uns immer wieder das Tutorial angucken. Ich weiß auch nicht, wieso. Guck mal, hier unterm Kristall, da juckt es bestimmt. Weil der Kristall hier immer wieder an der gleichen Stelle steht. Und deswegen müssen wir da ein bisschen mehr uns drum kümmern. Hier, so. So. Leider habe ich keine Früchte für dich. Deswegen musst du jetzt nur mit Knuddeln klarkommen. Ne? Süß. Sonson, ja, hallo. Annabelu, hallo. Ja, ist voll süß, ne? Mit den Drachen knuddeln. Finde ich auch niedlich. Ein fliegender Briefkasten, normal. Aber Drachen, nee. Hä? Ja, ist normal. Ja, ist klar. Wobei, rein theoretisch betrachtet, einen fliegenden Briefkasten gibt es ja eigentlich schon, ne? Drohnen. Die werden mittlerweile auch schon eingesetzt zum Briefe versenden oder Pakete. Also von dem her. So, wir gehen mal zu dem anderen Spiel nochmal. In der Zwischenzeit loot ich auch nochmal. Und gucken uns an, was wir hier noch machen können. Mein Drache ist nicht glücklich genug, um das zu tun? Ich habe ihn doch gerade eben... Hä? Muss ich mich verarschen? Den Bauch nicht vergessen. Ach, das war das Problem. Vielleicht habe ich den Bauch vergessen. Nee, ernsthaft? Warum ist mein Drache nicht glücklich? Hä? Ich glaube, ich mache was falsch. Oh, die Solaris. Und sonst so? Wann habt ihr das letzte Mal ein Spiel gespielt, bei dem es so intensive Ladezeiten gegeben hat? Wieso bin ich jetzt wieder raus?
Darf ich mal wieder alles kaputt? Das bin nicht ich. Warum spiele ich überhaupt Spiele zu Release? Könnt ihr mir das mal sagen? So, starten jetzt hier. Wieso bist du nicht glücklich, Drache? Ich habe dich doch gerade eben geliebt wie nix. Da waren alle drei Herzen voll. Wieso hat das denn nicht geklappt? Guck mal, jetzt ist er, das ist doch mega happy jetzt. Jetzt ist er mega happy. Ich soll B drücken. Jetzt drücke ich B. So, und wehe, du bist jetzt wieder nicht gut drauf. Dann gibt's ein Problem. So. Damit willst du mich verarschen. Okay, jetzt hat er was gesucht. Ist das das Ding? Willst du unbedingt was suchen oder was? Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht will er eigentlich einfach nur was anderes machen. Ja, guck, er will tatsächlich suchen, ne? Willst du noch mehr suchen oder was willst du machen? Noch mehr suchen. Aber wo sind denn hier? Sind hier so viele Stellen, die man berücksichtigen könnte? Hier waren wir noch nicht. Hier dürfen wir noch gar nicht sein. Hier, da hast du ein Eichhörnchen zu fressen. Guten Appetit. Oh Gott, ich verlaufe mich doch hier. Man wird irgendwie voll schlecht wegen dem Motion Blur, ne? Und wegen dem Kamerawackeln beim Bewegen. Ich gucke einfach nicht hin. Du solltest doch sein Level steigern auf 4. Ja, das kann ich aber nur, wenn er auch macht, was ich sage. Das probiere ich ja gerade. Oh, warte mal. Oh, jetzt kann ich ihm Bären geben. Vielleicht ist er dann glücklich. Kein Wunder, dass du immer das Tutorial bekommst. Hä? Hört doch auf, mich zu veräppeln. So, hier. Ich gebe dir eine Beere. Bist du jetzt glücklich? Da, hier, friss. Guck mal, der ist auch nie glücklich. Guck mal, ich muss dem immer seine Herzen wieder auffüllen. Das ist doch nicht normal. Guck mal, der hat doch jetzt drei Herzen. Jetzt steht da beenden. Ich kann auch auf Details klicken. Da steht nochmal drin, was ich machen muss. Fortsetzen. Ende. Ich verstehe es nicht. Was ist mit diesem Drachen los? Der ist kaputt, ich will einen neuen. Ist schon unser erster Krieg? Ist der Drache jetzt mittlerweile in der Pubertät und macht nicht mehr das, was ich ihm sage, oder was? Ich finde mich unverschämt. Ich dachte, ich habe noch ein paar Jährchen. Glitschig ist kaputt, lass uns wegwerfen und einen neuen kaufen. Ist ja wirklich so, wahrscheinlich zu glitschig, ne? Oh, guck mal hier. Guck mal, glitschig. Da glitschig. Nee, der will schon was suchen, aber... Ah, okay, hier ist noch ein Fleck. Willst du noch mehr suchen, oder was? Aber irgendwann hat sich's ausgesucht. Aber irgendwann haben wir keine Punkte mehr hier, oder was? Komm, wir gehen nochmal zu den Spielen. Vielleicht bringt es ja jetzt irgendwas. Also jetzt hat er ja genug gebuddelt. Oh, guck mal hier. Erstmal alles abluten. Übrigens, die Zeit vergeht jetzt irgendwie gar nicht mehr gerade. Wahrscheinlich, weil ich keine Aktivität machen kann, oder? Gut, das hier ist ein großer Platz. Ach, das war der Platz hier. Das gibt's doch nicht. Oder ist er dreckig? Muss er nochmal gebadet werden? Mein Bär ist blitzsauber. Der will immer die ganze Zeit suchen, aber ich meine, die haben ja jetzt oft genug gesucht. Bin ich jetzt doof? Hat das Ausrufezeichen in deinem Bauch oben links was zu sagen? Am Buch. Gut, wir könnten mal gucken. Beende die Einleitung, haben wir gemacht. Nee.
Ach so, hier kann ich ein paar Sachen einsammeln tatsächlich. Aber nur, das sind nur Zusatz, also das sind Achievements, die kann ich jetzt hier einsammeln. Warte, ups. So. Aber eben, das sind nur ein paar Gimmicks oder so. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, guck mal, der will immer weiter suchen. Der will immer weiter buddeln oder was? Ich glaube, der ist echt nur zufrieden, wenn er heute den ganzen Tag gesucht hat. Ja gut, dann gucken wir weiter, ob wir so Punkte zum Suchen haben. Hier zum Beispiel, ne? Hier, geh mal hier hin. Ja, hier, geh doch hin jetzt! Hier, da. Obst essen, Gemüse? Nee, der wollte nichts essen. Oder? Essen war doch ein anderes Zeichen. Nee, Babydrache ist satt. Hast du... Ja, eben, ein Besen. Ja, ich dachte aber, das wäre dieses Buddel-Symbol, oder nicht? Guck, jetzt buddelt er. Jetzt buddelt er. Der ist ein bisschen verpackt, der Drache. Er ist ja auch noch sehr, sehr jung. Der weiß gar nicht, was er will. Wir müssen ihm sagen, was er will. Du willst wachsen. Du willst Toffee gehorchen. Du willst alles machen, was dein Meister dir sagt. So, der will weiter buddeln. Wir müssen die ganze Gegend absuchen. Alter, mir wird schwindelig von diesem Gewackel, ey. Ich darf nicht immer so sehr auf das... Während ich laufe, achte ich auf den Chat, okay? Boah. Ich muss gleich kotzen. Oder vielleicht was sauber machen. Mir wird da aber auch ein wenig schlecht. Siehst du mal. Ich kann über Vögel drüber laufen. Der Drache geht auf die Pirsch. Was sauber machen? Ja, aber was denn sauber machen? Ihn kann ich nicht sauber machen. Da wurde gesagt, er will nicht mehr. Also er ist schon sauber. Ich glaube, es ist das Buddelzeichen. Sein Bett oder so. Glaubst du, er ist müde? Aber das Zeichen da oben ist ja, hat sich noch gar nicht verändert. Also die Tageszeit. Die hat sich noch gar nicht verändert. Gut, während wir hier... Ups. Aha. Gut, also das sind nochmal die Zeichen für alles. Ein Drachenkopf drin? Ihh! Da ist ein Drachenkopf drin. Das ist nur der Kopf! Ihh! Das passiert mit den Drachen, wenn die fertig sind. Ihh! Geh mal aufs Feld, da kommt der Besen auch mit X. Ach so, oh, okay, ich guck mal gleich. Wenn ich intensivst den Drachenkopf beobachte. Alter, ihh. Ich geh nochmal aufs Feld, danke für den Hinweis. War ich zu schnell? Mhm. Warte, hier unten war ein Feld, ja. Nee, also ich kann jetzt nochmal auf X drücken, dann kann ich ihn wieder knuddeln, aber nee, das ist nicht... Das Zeichen kommt immer. Also sobald ich stehen bleibe, kommt dieses Zeichen. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. So, jetzt kann ich ihm wieder Früchte geben, wenn er möchte. Du kannst mal eine Birne essen. Guten Appetit hier, bitteschön. So, jetzt ist er wieder glücklich. Schau mal, ob du sein Bett sauber machen musst oder so. Ja gut, dann gucke ich das mal. Aber das hätten sie doch erklärt. Wir haben doch jetzt alles gemacht, was uns erklärt wurde. Wir haben ihn geknuddelt, wir haben ihn gebadet, wir haben ihn gefüttert, wir haben mit ihm Sachen gelootet. Es wurde ja nichts erklärt diesbezüglich. Kann es sein, dass es ein Fehler im Spiel ist? Ist das jetzt schon so verbuggt, dass wir nicht weiterkommen? Was kommt bei Details? Da kannst du dir nochmal angucken, wie man knuddelt und so und wie man füttert. Das ist nichts Besonderes. Das haben wir vorhin auch schon gecheckt.
Gut, dann gehen wir nochmal hier wieder zum Haus. Ich guck mal nicht so genau hin. So, baden haben wir gesagt, ist nicht, ne? Dann gehen wir nochmal rein. Da kam doch was mit sauber machen. Ja, ihn sauber machen, oder nicht? Wenn ich das richtig gesagt habe. Wenn das mit dem Saubermachen so schnell gehen würde. Ja. Ach, doch. Nee, das war das Nest. Stimmt, das war das Nest. Das haben wir Oh Gott. Wisst ihr, warum ich da nicht drauf gekommen bin? Ich habe gedacht, das wäre das Nest für das Ei. Der schläft doch bei mir drinnen. Der ist doch mit mir nicht reingekommen. Wieso muss ich draußen das Nest sauber machen, wenn der Drache mit mir reinkommt, wenn ich schlafen gehe? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich dachte, das wäre das Nest für das Ei. Nachdem er geschlüpft worden wurde. Geschlüpft ist, wie auch immer. So, ist er jetzt zufrieden genug? Oh. Weil er dann wieder rausgeht, wer kennt's nicht? Ja, ist voll logisch. Jetzt kann er auch endlich die Spiele machen. Alter, das geht's doch nicht. Und das als My Universe-Profi. Ja, tut mir leid. Ich hab nicht ja, okay. Dummheit bestrafen. Ist absolut gerechtfertigt. So, jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen fliegen lernen. Ach, das hat weh getan. Ich mach das nicht mehr. Also, da erstmal so. Und dann. Und jetzt fliegen. Ich muss ja gar nichts drücken. Ups. Doch, muss ich. Nee, ich bin halt einfach nur ein bisschen doof gewesen. Warte, wir gehen nochmal. Wir können uns ja eigentlich auch die Welt nochmal angucken. Vielleicht gibt es hier ein Secret oder so. Achso, wir müssen da hoch. Ne? Ui. Das war keine gute Zeit. Oh, immerhin, da kriege ich alles. Passt. Besen gleich sauber machen, wie im Alltag. Hä? Also ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, wer von euch zu Hause macht noch mit einem Besen sauber? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Wer von euch hat noch einen Besen, mit dem er wirklich sauber macht? Ich spreche hier nicht von einem Handkehrschaufel oder sonst was. Oder einem Besen zum bisschen... Aber wer macht noch mit einem Besen sauber? Muri, hallo. Aber richtig sauber? Ihr habt einen Staubsauger, Leute. Verarscht mich nicht. Das ist ein Staubsauger. Ja, eben. Man macht doch nicht mehr mit einem Besen sauber. Wo kommen wir denn da hin? Das haben wir damals gemacht, als die Drachen noch gelebt haben. Da hat man das gemacht. Aber heutzutage doch nicht mehr. So. Dottia, hallo. In der Schule schon. Was lernt ihr in der Schule, Lenja? Staubsauger ist neumodisches Zeug. Wobei, rein theoretisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es vielleicht wirklich so. Jetzt, wo die Strompreise immer teurer werden, vielleicht sollten wir alle zurück zu den Besen kommen. Besen. So. Oh, die Zeit läuft ja schon. Ups. So. Erstmal hier alles kaputt machen. Hm. Kriegen wir hin. Wir schaffen das. Yeah. Konzentration. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Game. Und da nicht konzentriert, spuckt man vielleicht das Falsche an. Besen sind halt billiger, aber... Ja, Shawnee, hallo. Ja, also wie gesagt, mit den aktuellen Strompreisen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht muss man wirklich zurück zu den Besen kommen. Ne? Und falls man eine Hexe kennen sollte im Freundeskreis oder irgendwie sowas, oder im Bekanntenkreis, Familienkreis oder sowas, die kann ja da auch drauf fliegen. Dann spart man sich auch die teuren Spritkosten. Ja. Und falls ihr jetzt sagt, nee, eine Hexe kenne ich nicht, Toffi, was da redest du da? Denkt doch mal drüber nach, wie eure Schwiegermutter ist. Das ist doch manchmal echt eine ziemliche Hexe, oder? Ich mache es nur im Treppenhaus sauber, weil Besen leiser sind. So achtest du auf deine Mitmenschen, das ist aber sehr löblich
von dir. So, wir können das nochmal machen. Das müssen wir sogar nochmal machen, weil wir müssen den Tag ja richtig ausfüllen, ne? Nivi, guten Abend! Wollte mal einen Besen-Remix. Ach, Ryan, du klippst halt auch wirklich alles, ne? Seit die Streams nicht mehr auf Twitch verfügbar sind, willst du vorsorglich alles klippen, damit ja nichts verloren geht, ne? Von Toffis blöden Sprüchen. Den Schwachsinn, den ich den ganzen Tag von mir gebe, wenn du das alles klippen würdest. Ups. So. So. Also der X-Knopf, der hält nur so lange. Ich dachte, der lädt sich auf. Ups. Boah, das da hinten treffe ich nicht so. Hier, jetzt X. Hä? Die geht doch nicht. Ach so, das ist Dauerfeuer. Ach Mann, ich habe das nicht verstanden, was das bedeutet. Aber Hauptsache, wir haben die Bestpunktzahl. Wo ist Jana? Die ist heute auf einer Beerdigung. Hochzeit, nicht Beerdigung. Ja gut, das Single-Dasein wird beerdigt. Also von dem her stimmt halb richtig. Wird gerade Beerdigung gesagt, Mann. Ey. Oh, Besen, Besen hat's gewesen. Bist's gewesen, Besen, Besen, stehe still. Kennt man das? Entschuldigung, es war ein Versprecher. Ich meine nicht Beerdigung. Ach Mensch. Da-da-da-da. Hat sich das Muster jetzt noch weiter geändert? Ich finde, das sieht alles noch gleich aus. So, jetzt ist die Nacht, ist der Tag gelaufen. Jetzt müssen wir ins Bett gehen. Und unseren Briefkasten dürfen wir immer noch nicht benutzen. Schönen Dank auch. Da wird wenigstens ordentlich gefeiert. Was, jetzt auf der Beerdigung oder auf einer Hochzeit? Ist das jetzt ein bisschen makaber, dass wir darüber Witze machen? Okay, ich kann mir noch ein paar neue Sachen holen. Eine neue Farbe. Noch eine neue Farbe. Noch eine neue Farbe. Eine neue Frisur! Ich kann endlich eine neue Frisur haben! Und wir haben ein Schwanzschmuckstück. Noch eins. Ich wollte gerade sagen, wie viele von den Dingen hatte ich denn? Schwanz. Schwanz, Mann. So, ich habe eine neue Frisur. Oh, toll. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mich zur Bundeskanzlerin des Drachenlandes gewählt haben. Unter meiner Führung wird es mehr Schwanzschmuckstücke für alle Drachen da draußen geben. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall uns imstande sehen, mehr Schwanzschmuckstücke herzustellen. Dadurch stärken wir die Arbeitsplätze in unserem Drachenland und wir können das Ganze natürlich auch outsourcen für die ganzen Imi-Drachen, die hier rein und rauskommen aus unserem tollen Drachenland. Und in Zukunft werde ich auch selber öfters mal ein Schwanzschmuckstück tragen, um ein Zeichen zu setzen für Vielfalt und für Schwänze hätte ich jetzt fast gesagt, aber das darf man ja nicht so sagen. Sagen wir Schmuckstücke. Danke, danke. Okay, ja. Ja, die Frisur behalte ich. So, mehr geht nicht, ne? Kio, guten Abend. Du weißt, was gleich passiert. Oh Gott. So, jetzt Schwanzschmuck. Welchen nehmen wir denn hier? Das Hardcore-Ding? Das sieht richtig cool aus. Oder das Reifen? Nee, ich finde das hier cooler. In einer ansprechenden Farbe. In grün? Nee, eigentlich muss man alles in blau halten, weil er mag das so ein bisschen einheitlich gestylt, weißt du? Okay, warte. Halsschmuck ist. Alles andere ist, glaube ich, gleich geblieben. Ich glaube, sonst hat sich nichts geändert, ne? Nee. Gut. Akzeptieren wir.
Toffi, du bist so gut, selbst mein Freund wusste, ohne zu gucken, nur vom Hören, wen du parodierst. Vor allem, die Frau ist doch gar nicht mehr da. Also, nicht mehr präsent, meine ich, im Sinne von...